Contame. En Alemania se desarrolla una importante exposición a favor de Cáritas, que es esta organización filantrópica católica. El artista plástico y productor Carlos Montaño ha creado una exposición Cats and Movies que ha sido inspirada en las gatitas que le regaló a su esposa, Emma y Marilena. Esto se desarrolla con toda la actividad filantrópica que hace Klaus Storch, un hombre que es además director y viene realizando varias exposiciones bastante interesantes. Nosotros tenemos este despacho para ustedes de Cats and Movie, que ha sido inspirada en películas como Forrest Gump, El Padrino y otras. Viene a ser como una magia del cine y de los gatos. Contame. Estamos en la institución Cáritas y en esta ciudad desarrolla un proyecto social de ayuda a gente sin hogar. Para ella también y para toda su comunidad, desarrolla proyectos culturales. En esta ocasión, una emocionante exposición denominada Cats on Movies, la cual fusiona el arte digital con las imágenes de nuestros amigos los gatos. Señor Storch, director de Casas San Martín, ¿qué significa Cáritas? Cáritas heißt übersetzt Nächstenliebe. Das heißt, Cáritas ist ein Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Und Cáritas hilft überall dort, wo Menschen in Not sind. Cáritas International hilft beispielsweise in Krisengebieten, in Kriegsgebieten, in Gebieten, in denen beispielsweise eine Umweltkatastrophe passiert ist. Also überall dort, wo Menschen in Not sind, ist die katholische Kirche und ist auch die Caritas. Desde hace dos décadas que Casa San Martín es el escenario de las exhibiciones de diversos artistas. ¿De dónde surge la idea? Ein ehemaliger Lehrer, Professor von mir, der hat angeboten, eine Benefizveranstaltung hier im Haus zu machen, eine Lesung, Lyrik und experimentelle Musik. Und diese Veranstaltung war im Grunde die Geburtsstunde für unser Kunst- und Kulturprogramm Kunst und Kultur am Autoberg. Wir kommen mit diesem Kunst- und Kulturprogramm, mit den Menschen der Stadt, mit diesen Menschen hier in Berührung. Wir können mit ihnen sprechen, wir können helfen, Vorurteile gegenüber Obdachlosen, Wohnungslosen eben auch abzubauen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Menschen, die Ärmsten der Armen, die Obdachlosen, Menschen mit kleinem Einkommen, die Möglichkeit, hier Kunst und Kultur zu genießen. ¿Quiénes son esos artistas que han traído su obra, su arte a Casa San Martín? Vielleicht der berühmteste, bekannteste Fotograf war Jim Rakete, der Porträtfotos macht von Filmstars. Wir haben den Carsten Tormelen gehabt, der in der ganzen Welt Menschen fotografiert, die über 100 Jahre alt sind. Wir haben viele, viele bekannte Leute hier gehabt, auch Schauspieler, aber auch Literaten, also Schriftsteller und Autoren. ¿Cuáles son sus impresiones acerca de la nueva exposición Cats on Movies? Uns freut außerordentlich, dass Carlos Montaño hier bei uns ausstellt, weil er, denke ich, etwas ganz Außergewöhnliches geschaffen hat. Er hat ikonische Plakate, Filmplakate bearbeitet und eröffnet uns eine völlig neue Perspektive. Thank you.
La colección completa de Cats Movies se encuentra en YouTube, Instagram y TikTok. Para Contame de la Reda TV, Silvia Gonzalo desde Alemania. Contame.